Willkommen zurück im wunderbaren Atelier von L'Oréal Paris. Hello. Hello. So, Steffi, Lena, ihr kennt uns bestimmt schon. Lena. Heute versuche ich mal, alle kleinen Beauty-Geheimnisse aus Lena rauszubekommen. Weil ich so viele habe. Bestimmt, bestimmt. Mhm. Denn dein Stil hat sich ja total verändert. Ich weiß noch, als du damals gewonnen hast, sahst du noch ganz, ganz anders aus als jetzt. Du wirst es ja auch wissen. Wir sind ja beide bekannt geworden, als wir noch sehr, sehr jung waren. Ja, sehr. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch einfach nicht so sehr für Mode und für Beauty interessiert. Ich weiß also ja, ich gehe auch mit dir shoppen und du bist immer so, wow, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal anders warst. Voll, ich auch. Und wenn du dich selbst schminkst, was ist für dich so das Wichtigste? Ich bin einfach ein riesengroßer Fan davon, einfach seine natürliche Schönheit zu pushen, zu unterstützen, zu unterstreichen. Sich mit Make-up nicht zu verkleiden, sondern mit Make-up einfach das schönste Ich zu präsentieren. Also man selber bekommt durch Sachen, die einem Spaß machen, die einen selbstbewusst machen, auch so ein Push. Genau, finde ich auch total gut. Und L'Oréal kommt ja eigentlich aus Paris. Also ich finde, wenn man aus Berlin kommt und nach Paris fährt, dann trägt man direkt immer so einen Flair irgendwie. Also ich finde, man kommt da an und man fühlt sich immer sofort so ein bisschen schicker. Ja? Finde ich auch, das ist ganz komisch. Man verändert auch seinen Stil irgendwie total, komplett. Ich auch. Also Paris ist so wunderschön und man traut sich gar nicht etwas Urban-mäßiges anzuziehen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Voll, aber Berlin ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen grungy und auf jeden Fall ein bisschen cooler und ein bisschen urban. Genau. Aber auch eine Stadt, wo man sich ausleben darf. Also auch eine Stadt, wo man eigentlich alles machen darf. Und stimmt, das finde ich eigentlich so geil. Deine ganzen verschiedenen Styles sieht man eigentlich am besten auf deinem Instagram. Du hast edgy Looks, du hast richtige Glamour Looks, total. Das war zum Beispiel für die ESC-Show. Ich finde, wenn man so ein ganz arg glitzerndes Kleid hat, dann sollte man mit dem Make-up etwas zurücktreten, oder? Auf jeden Fall. Also auf den Augen ist es sehr bräunlich und sehr kupferig gehalten und auf den Lippen ist es auch eher Nude und da finde ich auch gerade super geil. Eigentlich Nude und dann einfach nur richtig viel Gloss. Und hier oben Highlighter drauf, sehen die Lippen noch dicker aus. Genau. Aber hier ist auch wieder eine matte Lippe und das sieht auch geil aus. Ja, aber da muss ich auch sagen, das ist wirklich ohne Scheiß, das ist einer der einzigen matten Lippenstifte, die ich richtig abfeiere, weil der wirklich matt aussieht, aber trotzdem so eine cremige Textur hat. Was ist das für einer, weißt du das? Ja, steht drunter, glaube ich. 636 Mahagoni Stats. Ist auf jeden Fall ein matter Lippenstift. Also der ist voll wirklich cool. Ein Traum. Ich liebe den. Ja, ich finde deine Looks einfach so super cool. So entspannt und lässig, so oversized Hoodies und dazu einen coolen Zopf, so dieses Undone. Das hast du gemacht? Oh ja, ich bin auch Fotograf. Berlinale, oh mein Gott. Es ist so schön. Du siehst aus wie eine Disney-Prinzessin, finde ich. Wirklich. I can show you the world. Oh. Erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen, zu dieser Inspiration? Ja, also wir dachten, wir haben dieses Kleid, das stand dann sozusagen fest. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, was so ein bisschen edgier ist. Und ich hatte bei Hailee Steinfeld diese Frisur gesehen, die ich geliebt habe. Das war halt so ein Wet-Look. Haben dann gedacht, dass wir zu diesem rosanen, sehr romantischen Kleid die Augen eher sozusagen natürlich betonen und dann dazu eine krasse rote Lippe machen. Oh, toll, aber man denkt so, rot und rosa, beißt sich das nicht? Aber das sah total cool aus. Irgendwie sah es cool aus. Man muss einfach Mut zeigen und dazu auch noch schwarze Nägel. Das macht es auch noch mal ein bisschen cooler. Aubergine. Ah, Aubergine sieht hier so schwarz aus. Mhm. Super toll. Nicht nur du warst auf dem Red Carpet. Oh no. Oh no. Oh no. Ich nehme dich auch. Und du sahst fantastisch aus. Was das war so cool. Ja, wirklich. Den Cutouts und so. Das sah richtig schön Dank. Aus. Das freut mich. Okay, und hier ist auch das Video oder beide Videos, wie wir wunderschön gemacht wurden für den roten Teppich. Viel Spaß. Thank you.
echt, echt toll. Und da ist der Herr der Dinge, Herr der Make-up. Oh, hallo. Danke. Hallo. Philipp, rote Lippe, pinkes Kleid, super mutig. Wie hast du gesagt, wie ist das dazu gekommen? Wir haben immer das Ziel, so, dass wir ein bisschen was anderes machen. Es ist immer so die Challenge, aber trotzdem, dass sie bleibt oder dass die Person bleibt. Und die Inspiration in erster Linie durch Instagram. Durch Magazine. Wirklich? Ja, definitiv. Also durch Kollegen von mir, durch Modelle, durch Schauspieler, durch Musiker, was die alle so machen auf den roten Teppichen. Man guckt natürlich auch international, was läuft in Paris gerade auf den Modenschauen. Yeah. Welche Kampagnen sind gerade draußen? Und davon inspiriere ich mich dann schon. Lena und ich haben gerade schon über Paris und Berlin gesprochen und wie unterschiedlich das ist. Mhm. Und vor allem im Make-up-Bereich. Mhm. Wie ist das denn da mit Paris und Berlin? In Berlin ist es schon so, dass die Mädels sich weniger schminken vielleicht. Und in Paris ist es halt eher dieses Klassische. Die Mädels haben vielleicht mal einen Eyeliner, vielleicht mal eine rote Lippe. Genau. Oder halt sehr super schick. Super schick einfach. Genau, sehr classy. Du hast ja einen wunderschönen Berlin-Look bei Lena kreiert. Dankeschön. Was hat dich denn inspiriert eigentlich zu diesem Berlin-Look? Das Klassische aus Paris und dann aber noch so eine Kante von Berlin, eine Ombre-Lippe. Wir haben halt im äußeren Bereich ein bisschen heller gemacht, im inneren Bereich ein bisschen dunkler. Den Eyeliner auch sehr gerade gezogen, dass es so ein bisschen mehr Edge bekommt und das ist so ein Match. Das ist echt so eine perfekte Kombination. Mhm. Aber wenn du jetzt so eine auffallende Lippe hast, kann man da trotzdem viel Auge haben? Ich finde, man kann schon Augen dunkel und Lippen auch dunkel oder Mundintensiv machen. Ich glaube nur, dass man dabei nicht zu farbverrückt werden sollte. Was denkst du, wie sich Make-up und Looks in den nächsten paar Jahren verändern werden? Ich glaube, wir kommen immer wieder zurück. Wir kommen immer wieder zurück und holen uns ihre Inspiration von damals. Obwohl jetzt diese Mattengeschichten halt jetzt schon wieder so ein neuer Trend halt waren. Aber jetzt geht es wieder zurück zum Gloss und Gloss ist total 90er. Und ich glaube, man holt sich die Inspiration von aus allen Richtungen, aus allen Epochen, aus allen Zeiten, aus allen Ländern. Wie zum man Beispiel darf auch in einfach Paris. Alles ausprobieren, finde ich. Ja. Danke, danke, danke für euren coolen Talk, dass danke ihr dir. Uns danke so euch. Viele Geheimnisse verraten habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt davon etwas benutzen zu Hause. Ihr profitiert von uns. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, vor allem von diesen coolen Socken hier. Aber wir sehen uns auch wieder das nächste Mal bei unseren Atelier Beauty Secrets mit noch anderen coolen Gästen. Natürlich nicht so cool wie die oder vielleicht doch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.